Was bedeutet Gemeinwohlökonomie? Gemeinwohlökonomie bedeutet, wir verfolgen ein alternatives Wirtschaftssystem. Ein System, das sich mehr darum kümmert, wie die Umwelt erhalten und geschützt werden kann. Das sich mehr um Werte kümmert, wie Menschenwürde, Solidarität, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit. Im Moment belohnt dieses Wirtschaftssystem Unternehmen, die eine gute Finanzbilanz erwirtschaften. Also Unternehmen, die am Ende des Geschäftsjahres viel Geld übrig haben. Die können zur Bank gehen und erhalten zinsgünstige Kredite. Wir wollen, dass die Gemeinwohlbilanz diese Frage regelt. Eine ethische Bilanz, die Auskunft darüber gibt, unter welchen Bedingungen produziert ein Unternehmen seine Dienstleistung, seine Produkte. Eine gute Gemeinwohlbilanz führt dann zu Vergünstigungen bei der Besteuerung, führt zu niedrigeren Zollsätzen, führt zu einem Vorteil im internationalen Handeln. Und wir erfüllen damit den Auftrag der Bayerischen Verfassung, alles Wirtschaften dient dem Gemeinwohl, steht da. Für uns in Herzogseckmühle bedeutet das zum Beispiel, dass wir unser gesamtes Energiekonzept neu anschauen. Wie können wir nachhaltig unsere Heizungen befeuern? Wir gucken alle Lieferantenketten an. Wir schauen an, wo kommen die Produkte her, die wir beziehen. Und wir wollen unsere Dienstleistungen und Produkte nachher mit einer Gemeinwohlampel kennzeichnen, sodass der Konsument sieht, dieses Fleisch, dieses Gemüse, diese Wachswaren sind ethisch hochwertig produziert worden.